Aber Johann, du, ich muss hier jetzt noch mal meine Mathekünste weglegen. Ja. So, eigentlich wollte ich heute ein Krabbenburger-Video machen. Das hat aber nicht ganz geklappt und ist, wie soll ich sagen, etwas schief gelaufen. Oh mein Gott! Und du weißt ja, ich bin jetzt gerade in die 5. Klasse gekommen oder wie soll ich sagen, schon ein bisschen länger. Und es läuft alles super gut, auch von den Noten her. Ja, und wie ihr wisst, baue ich sehr, sehr gerne diese Modellroboter. Ich zeige euch jetzt einen, den ich selber gerade wieder angefangen habe zu bauen. Hier, ich zeige ihn euch jetzt. Achtung, ja. So. Hier ist jetzt gerade mein Roboter, den ich gerade angefangen habe zu bauen. Und der sieht echt cool aus. Das ist so ein Samurai-Roboter. Hier, so eine Art Samurai. Und den baue ich gerade auf. Jetzt wird es gerade sehr, sehr schwer, weil ich gerade die Beine fertig mache. Und ich bin eigentlich auch schon sehr, sehr weit. Und ich habe ihn auch schon bald fertig. Und vielleicht zeige ich ihn dir auch, wenn er fertig ist, beim nächsten Vlog. Und wie ihr wisst, habe ich ja auch schon so eine kleine Vitrine, wo meine ganzen Roboter drin sind. Hier. Hier, das hier ist mein Lieblingsroboter. Den habe ich hier als letztes gebaut. Den habe ich als letztes angemalt. Das war mein zweiterster Roboter. Und das hier war mein allererster Roboter. Ihr wisst ja, ich habe ja auch einen Fernseher. Und das ist echt toll. Ich zeige euch jetzt nochmal die Konsolen und alles. Und hier ist auch noch mein Computer, womit ich immer meine Videos schneide. Der Computer kommt jetzt einmal auf mein Bett. Und hier sind sehr, sehr viele Kabel. Also wundert euch nicht, wenn das ein bisschen unordentlich ist. Einmal jetzt auf mein Bett. Und hier sind meine Konsolen. Hier ist meine Xbox, also ganz normal, wie immer. Dann hätte ich hier noch eine Nintendo Switch drin. Geht aber jetzt gerade Clara und halt mit der spielt Clara jetzt gerade sehr, sehr schön. Dann habe ich hier auch noch eine Wii U. Und das ist tatsächlich auch meine älteste Konsole, die ich besitze. Hier habe ich auch noch ganz normale viele Spiele. Hier ist so ganz viele Wii U Spiele, Nintendo Switch. Noch mehr Nintendo Switch. Ja. Und hier ist mein großer Fernseher und mit den ganzen Boxen. Und ich spiele jeden Abend mit meinen Freunden zusammen Online-Spiele und dann treffen wir uns da drin immer. Und das ist echt cool. Und zwar jeden Abend. Hier habe ich auch noch ein Headset, was aber nicht so gut ist. Ich zeige es euch jetzt einmal ganz kurz. Weg mit der Kamera, sonst ist es ein bisschen zu nah. Hier dieses Headset meine ich, wenn ich weiß, was ein Headset ist, das kann man sich so umlegen. Und dann beim Spielen mit anderen Leuten über Sachen reden, die halt wichtig sind. Das hier ist aber nicht so gut, denn das drückt nach 10 Minuten hier, da kriegt man Kopfschmerzen. Deshalb komme ich jetzt zu meinen Weihnachtsgeschenken. Und zwar wünsche ich mir entweder ein neues Headset oder eine PlayStation 5. Das kommt davon, weil meine Xbox jetzt auch langsam etwas nachgibt, weil sie schon sehr, 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 sehr alt ist. Die hat mein Vater ja auch schon. Und die hat er mir dann halt auch gegeben. Und die ist jetzt auch kaputt. Also ich kann nur noch ein Spiel spielen und das ist halt jetzt nicht mehr so toll. Deshalb wünsche ich mir jetzt einfach die PlayStation 5, damit ich auch andere Spiele spielen kann als nur dieses eine Spiel. Und ja, da ist mein Bett. Darauf liege ich immer, wenn ich halt mit meinen Freunden spielen möchte. Und ich zeige es euch jetzt noch einmal. Wartet. Wow, okay. Kamera. Hier ist mein Computer, womit ich immer meine Videos schneide. Hier mein Handy, immer bereit liegen für den Wecker. Hier ist mein Harry Potter Buch. Ich lese gerade Harry Potter 1, also Stein der Weisen. Also vorher war ich kein großer Harry Potter Fan, aber jetzt finde ich das richtig cool zur Geschichte. Also würde ich euch empfehlen, wenn ihr noch nicht die ganzen Harry Potter Bücher durchgelesen habt. Würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt. Ich hoffe, du hast dich für mein Video interessiert. Tschüss!